Regirock ist ein legendäres Pokémon mit dem Typ Gestein und existiert seit der dritten Spielgeneration und ist sowohl Teil der legendären Giganten. Regirock ist ein Golem-ähnliches Pokémon, welches in den Farben Grau und Braun auftritt. Das Pokémon scheint eine Konstruktion aus Steinen verschiedener Größe zu sein. So ist der größte Stein grau und definiert seinen Körper. An dessen Hinterseite befinden sich drei längliche kupferbraune Steine, auf der Vorderseite sind in derselben Farbe zwei Flecken zu erkennen. Die Arme von Regirock sind eine Konstruktion aus je fünf Steinen. Drei kleine graue in der Mitte, ein größerer grauer unten, der die Hand bildet, und ein großer brauner oben, welcher als Schulter fungiert. Die Beine bestehen aus je einem runden Stein mit einem flachen darunter, welcher den Fuß bildet. Regirocks Kopf ist direkt an seinen Körper angeschlossen und befindet sich zwischen den zwei großen braunen Schultern. Das Gesicht darauf besteht aus sieben gelben Punkten, welche in der Form des Buchstaben H angeordnet sind, und in der Shiny-Form ist der sonst graue Teil des Körpers in einem dunklen Braun gefärbt. Regirock ist ein langsames Pokémon, zeichnet sich jedoch durch seine überdurchschnittliche Verteidigungsfähigkeit aus. Sein Körper besteht komplett aus Steinen und wird es mal von einem schweren Schlag getroffen, sodass einer dieser Steine davonfliegt, kann Regirock ihn leicht durch einen anderen ersetzen. Benötigt das Pokémon aber gerade keine Steine, um seinen Körper zusammenzubauen, nutzt er diese, um seine Gegner mit Gesteinsattacken anzugreifen. So setzt es Attacken wie Steinwurf ein und wirft sie auf den Feind oder nutzt besonders spitze Steine, um den Gegner mit Steinkante zu stechen. Auch ist es fähig, Attacken anderer Typen einzusetzen und richtet mit einem starken Hieb durch die Kampfattacke Hammerarm großen Schaden an oder indem es mit der Elektroattacke Ladestrahl Elektrostahlen schießt. Regirock besitzt die Fähigkeit Neutraltorso, welche es vor Senkungen seiner Statuswerte schützt. Durch seine versteckte Fähigkeit Robustheit macht es das Pokémon Gegnern unmöglich, es mit einer Attacke zu besiegen. Regirock ist ein Pokémon, das in den Legenden der Hörnregion auftaucht. Sein gesamter Körper besteht ausschließlich aus Steinen, welche alle von unterschiedlichen Orten der verschiedensten Ecken der Welt stammen. Forscher konnten keine Hinweise auf Organe wie ein Gehirn oder ein Herz ausfindig machen, das macht das Pokémon für sie sehr rätselhaft. Geschichten über Regirock, Regisee und Registeel, auch bekannt als die legendären Giganten, tauchen bereits in der Antike auf. Sie traten in Kontakt mit den Ureinwohnern der Hörnregion, die in dem Höhlensystem lebten, das heute als die Siegelkammer bezeichnet wird. Ob sich diese Höhle bereits zu den Lebzeiten der damaligen Menschen unterhalb des Meeresspiegels befand und somit beispielsweise nur über Tauchen oder ein anderes Tunnelsystem erreichbar war, ist nach heutigem Wissensstand unbekannt. Lediglich die verschlüsselten Braille-Schriftzeichen, die in den Steinen der Höhlenwände gemeißelt wurden, zeugen heute überhaupt noch von der Existenz der Ureinwohner. Es ist aus den antiken Inschriften nur so viel bekannt, dass sie in sehr engem Kontakt mit den Pokémon lebten. Auch interagierten sie mit den drei legendären Pokémon und die Kräfte der Pokémon revolutionierte ihr damaliges Leben. In einer antiken Inschrift der Siegelkammer heißt es sogar, dass man diesen Pokémon alles verdanke. Dort wird sogar von ewigen Pokémon geschrieben, wobei unklar ist, ob von Regigigas oder den drei Giganten die Rede ist. Doch sie hatten auch große Angst vor den Pokémon und sperrten sie einzeln in drei Ruinen ein, die man im Anschluss versiegelt hat. Die Standorte der Ruinen wurden so ausgewählt, dass sie zum einen über das ganze Land verstreut und zum anderen möglichst weit von der Zivilisation weglagen. Die drei Siegelorte sind heute noch zu besichtigen und als Inselhöhle, Grabmal und Wüstenruine bekannt. Jährlich werden sie von unzähligen Ruinen-Maniacs und Abenteurern aufgesucht, die deren Geheimnis lüften wollen. Ob die drei Ruinen jedoch natürlichen Ursprungs sind und man lediglich eine zweite Kammer für die Versiegelung erschuf, ist unbekannt. Die Tatsache, dass vor kurzer Zeit eine Regigias in den tieferen Eisschichten im Boden der Inselhöhle aufgefunden wurde, spricht eher für die erste These der Forscher. Damit die Giganten auch tatsächlich nicht aus ihren Versiegelungsorten ausbrechen konnten, trafen die damaligen Menschen mehrere Sicherheitsvorkehrungen. So kann der Zugang der drei einzelnen Versiegelungsorte nur über einen doppelt gesicherten Mechanismus in der Siegelkammer auf Route 134 geöffnet werden.
Jeder der drei Orte ist zusätzlich in zwei Kammern aufgeteilt, in deren hinteren Kammer das legendäre Pokémon eingesperrt ist. Um die hintere Kammer allerdings zu öffnen, ist ein weiterer geheimer Mechanismus in der Vorkammer zu betätigen. Dass die drei Giganten generell in antiken Ruinen eingesperrt sind, ist jedoch keine Besonderheit der Hoenn-Region. Auch in Sinnoh und in Einal sind vergleichbare Siegelkammern bekannt.